Oh, hier ist der Stein übrigens auch schon alle. Haben wir noch in unmittelbarer Nähe etwas Stein? Hm, nö. Leider nicht. Also bis auf den hier, aber den baue ich dann ab, wenn das Holz auch weg ist. Na, gleich können wir den 13. Brückton spawnen. Ich sehe hier immer noch ein Feld, das nicht fertig ist, Jungs. Aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Ah, was ich jetzt gerade noch gucken muss, während wir hier bauen. Nochmal testhalber. Nein, nicht das, sondern das. Weil ich mich gerade nicht mehr daran erinnern kann aus meinem Privatversuch. So, Innenfundament für einen Turm. Nein, schade, ich habe es ja aus Massivstein gemacht gehabt. Der Massivstein kann halt nur auf diese Säulen gesetzt werden. Das ist unpraktisch. Hier kann ich auch keinen Stein draufsetzen, nein. Das heißt, entweder ich ziegel innen drin. Ah, das wäre eine Möglichkeit. Achso, das liegt hier an der Abtragung wahrscheinlich. Dass überall sonst hier so eine schöne Rampe ist. Ja, es fehlen einfach Bauoptionen, finde ich. Oder allgemeine Optionen. Und hey, unser Fundament ist fertig. Gut. Das heißt, wir können mit dem Bau anfangen. Das erste, was ich gucken muss. Wir haben hier Grat. Und wir haben hier
auch eine gerade Anzahl. So, wir wollen unsere interessant aussehenden Türme bauen. Ah, nein, so will ich das nicht. So, reißen wir mal kurz das Fundament ein bisschen an. Und fangen mal bei einem Turm mit der Planung an. So. Wie wollte ich den Turm noch mal genau planen? Muss ich gerade mal überlegen. Ja, ich weiß es wieder. Okay, machen wir das erst einmal mit solchen Steinen. Ein bisschen die Vorarbeit. Okay, also zwei Felder hier vom Fundament weg. Oder können wir es auch ein Feld? Ah, das gucken wir, wenn es soweit ist. Wir können das übrigens auch hier drin planen. Hey, habe ich vergessen. Nee, das machen wir nicht. Wir machen schön den Plan hier. So. Euch die hier. Und das wäre dann eigentlich das Fundament. So. Das heißt, wir wählen die mal aus. Verschieben sie. Irgendwo sieht es aus, als ob wir da Fehler gemacht hätten. Ja, auf jeden Fall sieht es komisch aus. Okay, schließen wir das erstmal. Die sehen in Ordnung aus hier. Aber... ja, so sieht das besser aus. So, dann haben wir hier... ein Turm.
vom Fundament. Yay. Na, schnappen wir uns mal. Und packen es hier hin. So, dann entfernen wir. Können wir das auch mit der Entferntaste? Ja. Entfernen wir das hier. Und können die Blaupause kopieren. Und nochmal kopieren. Hier wird es ein bisschen interessanter. Wir platzieren so. Und kopieren sie gleich nochmal. Für hier. Gut. Das war Schritt 1 fürs Turmfundament. Schritt 2. Die Türme sollten eher nach außen ragen. Nein, sollten sie nicht. Die Türme sollten nach innen ragen. Genau. Dass wir hier nämlich unseren Laufsteg hinbauen können. Ja. Und da die Eingänge hinmachen können. Ja. Ergibt mehr Sinn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 2, 3. 1, 2, 3. Problem. Hier ist ein Block zu viel. Ist die Frage, können wir das kompensieren? Wobei, wenn da ein Block zu viel ist. Ja, dann wird das so kompensiert. Wobei wir wollen ein etwas größeres Torhaus haben, oder? Und in die Richtung kann es ruhig auch eins weitergehen. Muss natürlich dann die an die Ränder bauen. Ja. Ja, Torhaus Nummer 1 steht. Nee, das ist übertrieben. Ein Torhaus sollte nicht größer sein als die Türme. Freunden wir uns mit dem kleinen Torhaus an. Ja. Perfekto. Dann müssen wir auf der anderen Seite genau dasselbe tun. Mhm.
würde mal sagen, das ist in einer Linie. Ja. Nee. Gut.